Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute basteln wir zusammen eine Geburtstagskarte für eine Anja. Ich habe mich für ein Slimline-Format, beziehungsweise in dem Fall eigentlich den Lang entschieden und habe mir schon so einen Aufleger vorbereitet. Den habe ich mit der Stanze von JM Creations ausgestanzt aus Aquarellpapier und habe mir sogar noch ein Fenster mit einer Actionstanze reingeschnitten und ich habe mich entschieden, dieses Fenster mit einem Designpapier zu hinterlegen. Und das ist so ein Stück Folie Designpapier aus einem Aldi 12x12 Zoll Block, meine ich. Ich habe da am Rand Flüssigkleber aufgetragen und um das Ganze bis zum Trocknen richtig zu fixieren, beziehungsweise dauerhaft zu fixieren, habe ich das mit Tesafilm am Rand noch verstärkt. Gewichte drauf, das erleichtert das Durchtrocknen mit dem Flüssigkleber. Und ja, wir basteln diesmal tatsächlich mit einem Magnolia-Stempel. Ich habe mich für den süßen Löwen entschieden, habe hier wieder meine Stempelhilfe von Nelly Snellen und ein Stück Aquarellpapier. Das ist übrigens auch dasselbe Aquarellpapier, was ich jetzt auch für den Aufleger verwendet habe, das Gerstecker Nummer 3. Das zählt einfach nach wie vor zu meinen Lieblingspapieren. Es ist wirklich, Preis-Leistung stimmt einfach. Mit dem Vintage-Foto Alkyl Ink färbe ich mir den Stempel ein und drücke das Ganze ab. Ihr müsst bedenken, der Stempel von Magnolia ist jetzt auf S-Mount montiert, das heißt, ihr müsst eure Schaumeinlage in der Stempelhilfe entfernen. Je nachdem, welche Stempelhilfe ihr habt, habt ihr meistens ja was zum Erhöhen drin. Das muss halt vorher raus. Ansonsten passt halt die Höhe vom Stempel nicht mehr. Natürlich auch nach der Benutzung wie immer den Stempel sauber machen. Ich benutze dafür einfach destilliertes Wasser und ein Mikrofasertuch. Ja. Da ist übrigens die Einlege, die ich wieder rein mache, damit ich das nicht verloren, damit das nicht verloren geht bei mir. Ja, auch der Stempel wieder zurück in seine Hülle, wo er mit anderen Tierchen zusammen haust. Und ja, ich habe euch ja im Video gezeigt, wie ich meine Paletten angelegt habe. Und ja, ich bin super glücklich damit, dass. Ach, es freut mich immer, diese Farbenvielfalt einfach zu sehen und es ist einfach herrlich. Ich habe einen Wassertankpinsel, ein Stück Taschentuch, Zewa geht natürlich auch zum Abwischen und Abtrocknen des Pinsels und ich habe angefangen mit einem, ich sag mal, quietschgelb und habe dann so die Grundfarbe beim Löwen aufgetragen. Ja, ich bin, wie ihr seht, schon sehr schnell wieder zu einer anderen Farbe gewechselt. Das war mir doch ein bisschen zu gelb, zu gelbstichig. Das Schöne bei Aquarellfarben, Distress, Reinkern und allen anderen auf Wasser basierenden Mitteln, ihr könnt ihr halt super schön schichten. Das heißt, auch wenn ihr mit der ersten Grundfarbe unzufrieden seid oder euch vergriffen habt oder einfach euch die Farbe anders vorgestellt habt, kein Thema, man kann einfach drüber malen. Ich fange wie immer relativ zart an, das heißt, ich trage den ersten Grundstrich auf und arbeite mich dann halt nach und nach ein bisschen intensiver mit Licht und Schatten. Das heißt, ich setze mehr Schatten oder wie hier schon angefangen, da wo ich denke, fällt der Schatten, da werden wir halt einfach kräftiger von der Farbe bzw. werden einfach dunkler. Hier hole ich euch auch schon näher ran, weil es ist zwar schön, die Palette mit dem Bild zu haben, aber ich denke, das erklärt sich von alleine. Also ich wechsle halt zwischen den Farben. Jetzt geht es halt eher so in braune Richtung für die Mähne. Und ja, eigentlich ist es immer dasselbe. Ich kann euch eigentlich nichts Neues erzählen. Wie gesagt, erstmal so ein bisschen der Grundstrich. Bei den Haaren, ja, der hat so eine schöne wilde Mähne, da kann man sich ein bisschen austoben. Und ja, ich liebe es, mit Haare zu kolorieren. Ich weiß nicht warum, aber es macht einfach Spaß und ich finde es super, dass die Magnolia-Stempel so viel Haare haben.
Ich hole mir die Farbe quasi von oben und von unten und versuche so in der Mitte das weiß zu lassen oder einfach da, wo ich denke, das Licht sitzt, lasse ich halt die Farbe komplett weg. Und dieser Kontrast gibt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen mehr Kraft, mehr Leben, mehr Plastizität. Hier habe ich ein bisschen mit Rosa die Öhrchen und auch die Pfoten eingefärbt. Und natürlich, ganz wichtig, die süßen Tierchen kriegen auch rosa Wangen. Ich finde, das macht die irgendwie süßer und ja, ich weiß nicht, ich stehe drauf. Das Video ist übrigens fünffach beschleunigt jetzt im Moment. Das heißt, so schnell wie das aussieht, koloriere ich natürlich nicht. Das hat alles ein bisschen gedauert, aber ja, ich entspanne mich beim Kolorieren. Ich finde das total. Ja, ich weiß nicht, also ich habe da keinen Zeitdruck hinter. Ich male drauf los und ich schichte und das dauert halt alles ein bisschen. Manchmal kann es auch schon bis zu einer Stunde dauern, bis so ein Motiv fertig ist, aber das ist ja so, so eine Karte entsteht nicht in einem Wisch. Das heißt, meistens ist das über Tage verteilt. Dann habe ich vielleicht an einem Tag eine Viertelstunde Zeit, am anderen Tag vielleicht doch 2 oder 3 Stunden. Und ja, dementsprechend mache ich weiter. Das heißt, ich koloriere, dann mache ich mit der Karte weiter, mit der Gestaltung oder mit was anderem. Oder ich stanze einfach, weil ich meistens übertreibe ich es. Ich stanze mehr als nötig ist. Aber ja, so ist das halt. Na, hier gehen wir schon langsam ins Dunkle. Das heißt, der Grundstrich ist erledigt und wir können halt jetzt wirklich mehr Kontrast einarbeiten und ja, das ist hier vor allem ein dunklerer Braunton. Also man kann sich relativ mutig hier rantrauen. Ich weiß, dass es vielen schwerfällt. Ja, es ist ein Lernprozess. Man fängt wirklich mit, ich sag mal, Hauch von der Farbe an am Anfang und dann wird man zunehmend mutiger, wenn die Erfahrung einfach auch da ist. Es sieht vielleicht jetzt im Video immer alles so einfach aus, aber auch ich habe einen Lernprozess hinter mir. Ich mache das jetzt, also das Stempeln an sich mache ich ja schon seit 17 Jahren. Aber ich muss auch sagen, ich habe schon mit 11 angefangen, allgemein zu malen. Das waren damals so Disney-Motive. Dann mit 13 war ich irgendwie total im Anime-Style. Das heißt, ich habe mein Leben lang schon eigentlich gemalt oder koloriert oder wie auch immer. Es hieß nur alles anders. Und ja, dementsprechend seid nicht so streng mit euch selber. Es wird besser, je öfter ihr das macht. Und ja, natürlich ist kein Meister vom Himmel gefallen und manche sind da besser drin als andere. Aber wenn ihr das halt öfters macht und auch kritisch mit euch selbst seid, weil ich finde, Kritik gehört einfach dazu. Klar, man kann sich mit weniger zufrieden geben, man kann aber auch sich steigern. Jetzt habe ich einen feinen Pinsel mit quasi mit einem Becher Wasser an der Seite und mit dem kann ich richtig schön die Struktur einarbeiten und ganz feine Striche setzen oder wie hier die Augen die Feinheiten ausarbeiten. Ich meine, sogar bei den Augen gehe ich ins Schwarze rein, um den Kontrast zu verstärken. Ich habe ja mit Braun gestempelt, das heißt, die Augen waren ein bisschen trüb oder zu hell und für den Kontrast muss man halt auch mal ins Schwarze greifen. Und das ist meistens so die letzte Farbe, die ich benutze, um dann tatsächlich da, wo ich denke, der dunkelste Bereich sitzt, dann den Schatten zu verstärken. Allerdings benutze ich Schwarz eigentlich eher weniger bei Menschen zum Beispiel. Hautfarbe, das geht gar nicht. Bei Tierchen ist das noch halbwegs okay, aber jetzt im Moment ist das eher braun, um halt einfach den Schatten einfach zu verstärken bzw. wirklich auszuarbeiten. Da, wo quasi Licht
runterfallen sollte, beziehungsweise wenn Licht in dem Fall, wie ihr seht, ein bisschen von oben oder von links oben kommt, dann ist natürlich darunter der Schatten. Das heißt, alles, was Schatten wirft, wie zum Beispiel die große Nase oder unter der Schnauze, unter den Haaren, unter der Mähne, da kann man halt wirklich ohne Bedenken Schatten setzen und auch am Haaransatz, sag ich mal, da wo die Ohren aufhören oder das Gesicht. Auch unter der Mähne, oben im Gesicht kann man halt auch ein bisschen stärker arbeiten. Und ja. Wir sind auch gleich fertig. Hut ab für alle, die durchgehalten haben. Nach dem Ausschneiden mit der Schere, das mache ich ja natürlich auch von Hand, und das lasse ich halt nicht im Video, um das Video einfach nicht zu lang zu machen, habe ich die Rückseite einfach geprägt, indem ich eine Schaumunterlage bzw. meine Prickelmatte verwende und die Rückseite meiner Schere. Mit einem weißen Gelstift habe ich jetzt ein bisschen Highlight gesetzt. Vorhin war es ein schwarzer Feinliner, um wirklich die Augen richtig auszumalen, wo ich vielleicht mit der Farbe vorhin zu zaghaft war. Tada! Die Grundidee für die Karte ist quasi schon da. Ich habe das Happy Birthday vorher schon gestanzt und geschichtet. Und ich habe mir überlegt, dass ich den Kartenaufleger einfach nicht so blanko haben möchte. Und ich dachte, ich embosse das Ganze. Habe mir einen Hintergrundstempel von MFT genommen. My Favorite Things. Habe den Hintergrund natürlich jetzt mit dem antistatischen Kissen behandelt und mit dem Versafine stempel ich einfach quasi auf den Hintergrund drauf los. Beziehungsweise ich habe den Stempel einfach auf meine Tischplatte gesetzt und drücke das Papier drauf. Ist es einfacher, als mit der Stempelhilfe zu hantieren. Und dadurch, dass das einfach nur der Hintergrund ist, wäre es auch jetzt nicht tragisch, wenn es nicht hundertprozentig ist. Ich habe mein transparentes Embossing-Pulver von Kartenkunst verwendet. Das ist übrigens schon ziemlich alt, also ich denke mehr als 10 Jahre auf jeden Fall. Und man merkt es leider. Also auch Embossing-Pulver wird mit der Zeit schlecht. Das heißt, es schmilzt halt nicht so, ja, klar oder wie soll man das be beschreiben? Ist auf jeden Fall merkwürdig und deswegen habe ich mir jetzt auf der Messe halt auch ein neues von WoW oder Wow oder wie auch immer man das bezeichnen soll, gekauft, weil ich halt merke, erstens, es geht eh zur Neige und zweitens, ich bin da nicht wirklich mit glücklich geworden. Transparentes Embossing-Pulver kann man in dem Fall hier zum Beispiel auch durch Weiß ersetzen. Auf dem, ich sag mal, cremefarbenen Aquarellpapier würde das keinen großen Unterschied machen. Und jetzt wird natürlich alles großzügig mit dem Heißföhn erhitzt. Ganz wichtig, immer in Bewegung bleiben, nicht zu lange auf einer Stelle bleiben, weil ihr könnt das Embossing-Pulver auch zu lange erhitzen. Dann verliert es halt seinen Glanz und manchmal ist es auch so, dass es Blasen schlägt oder halt einfach komisch wird, also im Vergleich zu dem, wie es eigentlich normalerweise wäre. Ich habe mich entschieden, mit Stempelfarbe jetzt quasi den Hintergrund einzufärben. Hier übrigens das ausgestanzte Kreis oder ja, wie nennt man das? Halbkreis habe ich wieder reingesetzt und das gibt mir halt auch ein bisschen Platz zum Festhalten und färbt das Ganze mit Wild Honey. Das ist so ein warmer Orangeton, einfach drumherum mit einem Blending Brush ein. Ich gehe über dann in Scattered Stroh, also Strohgelb, und wechsle wieder zu Orange und lasse die Farbe quasi nach außen ausstrahlen. Ich mache dann halt so lange weiter, bis ich dann mit der Intensivität der Farbe zufrieden bin. Und ja. Ich habe das Happy Birthday übrigens in Regenfarben hinterlegt. Das heißt, ich habe aus buntem Cardstock das Ganze in Gelb, Orange und Rottönen hinterklebt. Man sieht es halt wirklich schlecht, aber ich fand irgendwie, warum nicht? Warum einfach nur weiß? Ja, ich habe hier, wie ihr seht, schon einiges vorgestanzt. Das sind Blätter von Action aus einem
Action-Stuntset. Da seht ihr das sogar kurz. Ich habe das aus verschiedenen Grüntönen gestanzt. Und ja, jetzt färbe ich mir die Blätter, die ich tatsächlich auch benutze, am Rand mit Vintage-Foto und mit meinem Fingerdabber bzw. Schwämmchen. Und versuche dann halt so ein bisschen abzuschätzen, wie viel Platz habe ich für die Blätter, wo hätte ich sie gerne und klebe sie einfach mit Tesafilm auf der Rückseite von dem Happy Birthday fest. Wie gesagt, das Happy Birthday ist mit mehreren Schichten hinterlegt. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen hier sehen. Die oberste Schicht müsste weiß sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Action das Aquarellpapier war oder Gerstecker, aber ich vermute mal, dass es Actionpapier ist, weil das Gerstecker schon ein bisschen dunkler ist, beziehungsweise Creme und richtig weiß, ist dann überwiegend dann bei mir das Actionpapier. Ich benutze das Aquarellpapier vom Action nicht gerne zum Kolorieren, aber zum Stanzen und für Kartenrohlinge. Dafür ist es top. Nachdem ich meine Blätter platziert habe und mit dem Ergebnis zufrieden bin, klebe ich das Ganze auch schon mal fest. Das heißt, auch die Blätter können ein bisschen angehoben werden. Und ja, großzügig mit meinem Tiki-Glue vom Action wird dann der Flüssigkleber auf der Rückseite verteilt. Und dann gucke ich mal, dass ich das halbwegs gerade aufklebe. Da ich mir selber manchmal so unsicher bin, hole ich mir das T-Lineal. Das ist eine sehr große Hilfe für jemanden, der eine Brille trägt und manchmal auch nicht alles gerade sieht. Das Ganze dann ausrichten, nochmal kontrollieren, dass das auch wirklich passt, an der Kante anlegen und dann kann man Gewichte drauf und den Kleber setzen lassen. Der Löwe kommt natürlich auch mit auf die Karte, den möchte ich aber etwas erhöhen. Dafür benutze ich halt Pappe, wie immer. Schneide mir das in etwa zurecht, dass man halt davon auch nichts mehr sieht und gleich die zweite Schicht mit. Es muss nicht komplett flächig bedecken, es reicht eigentlich tatsächlich wie in dem Fall in der Mitte, dass da ein großes Stück Pappe sitzt. Die ist ja fest, die gibt dem Ganzen Stabilität und auch Höhe. Wer natürlich eher auf Schaumklebeband steht oder mehr davon zu Hause hat, kann natürlich das auch mit Schaumklebeband machen. Der muss dann auch vielleicht nicht wie so wie ich mit doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber hantieren. Ich habe einfach zu viele Pappreste. Nachdem ich meine Blöcke alle auseinandergenommen habe, hatte ich ganz viele Rückwände und die habe ich alle aufbewahrt. Und ja, die werden jetzt halt zum Verbasteln benutzt. Nutze, was du hast. Das ist so meine Devise. Also ja, hier gucke ich, ob ich dann die Höhe so mag und ob ich das so kleben möchte. Habe mich dann doch entschieden, noch ein paar Blätter zu ergänzen. Auch diese werden einfach mit dem Vintage-Foto-Stempelkissen am Rand eingefärbt. Wie ihr seht, manchmal biege ich sie auch so ein bisschen durch, damit sie ein bisschen plastischer wirken und nicht so platt. Gucke, ob mir das so zusagt. Entscheide mich dafür, noch einen zu verwenden. Und ja, dann muss man natürlich erstmal gucken, dass sie halt halbwegs vernünftig sitzen. Auch hier hilft wieder Tesafilm, das Ganze fixieren. Ausprobieren, gefällt es mir nicht. Und dann halt wieder ankleben. Und wenn das Ganze so quasi fertig ist, dann doppelseitiges Klebeband wieder und Tiki-Glue. Ich finde einfach, diese kleine Flasche ist so viel angenehmer und mit der großen kann ich gar nicht arbeiten. Da kommt viel zu viel Kleber raus und deswegen finde ich das schon echt eine günstige Alternative, das einfach in so ein kleines Fläschchen umzufüllen. Auch hier wieder Gewichte drauf. Ich habe noch ein paar andere Elemente gestanzt, eine Sonne, paar Wölkchen, das ist aus einem Slimline-Stanzschablonenset, beziehungsweise sogar aus zwei, beide von Action. Ich mag diese kleinen Elemente. Ich benutze sie auch wirklich gerne, weil davon könnt ihr mehr auf eine Karte setzen, ohne dass das Ganze irgendwie zu viel wirkt. Färb hier die Wölkchen auch mit dem Vintage-Foto ein, um das Ganze ein bisschen, ich sag mal, warm zu halten. Ich meine, ein Löwe ist ja eigentlich so eher in Afrika oder in den wärmeren Ländern zu Hause. Und deswegen fand ich halt auch diese
für mich eigentlich ungewohnte Farbe Gelb und Orange. Wer mich kennt, der weiß, ich stehe so gar nicht auf Gelb, aber schon mal eine blaue Sonne gesehen? Nee, ne? Es muss ja schon irgendwie der Natur entsprechen. Deswegen, das ist so eine kleine Alternative, womit ich halt leben kann. Die Wölkchen werden einfach mit Flüssigkleber direkt aufgeklebt. Und ich wiederhole das Ganze auch auf der linken Seite. Da, was übersteht, wird abgeschnitten, wird aber natürlich auch wiederverwendet. Das heißt, auf der linken Seite haben wir immer noch ein bisschen Platz und dann wird halt das, was abgeschnitten wurde, einfach links nochmal aufgeklebt. Ich habe auch gedacht, dass man so ein paar Blümchen noch dazu ergänzen kann. Auch diese sind gelb, weil ich einfach im Farbschema bleiben wollte. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, das war ein großes Standset. Ich meine, es müsste von My Favorite Things gewesen sein. Wie ihr wisst, die Sachen, sofern ich sie wiederfinde, werden auch unten erwähnt. Ich verlinke nichts. Ich habe davon nichts. Also, wie gesagt, mein Kanal bleibt weiterhin kostenlos. Das heißt, ihr sollt euch das, was ihr braucht, mitnehmen. Wenn euch irgendwas interessiert, könnt ihr dann halt selber suchen. Manche Sachen sind halt auch wirklich schon älter, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob Magnolia diese Stempel noch führt. Die haben inzwischen das Sortiment geändert, die Homepage wurde überarbeitet. Man kann zwar viele alte Sachen noch quasi im Sale kaufen, aber ich weiß nicht, wie weit das zurückgeht. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich habe mir die Sachen selber gekauft. Ich benutze sie. Und ich benutze sie weiterhin auch, wenn man sie nicht mal käuflich erwerben kann. Ihr könnt natürlich dieses Layout der Karte auf jedes andere Motiv verwenden. Das heißt, ihr müsst ja nicht dieselben Artikel verwenden. Vielleicht habt ihr nicht die Blätter von Action, vielleicht habt ihr von einem anderen Stempelhersteller oder Stanzenhersteller etwas, was ähnlich ist. Also warum sollte man nicht das benutzen, was man zu Hause hat? Und das ist halt auch. Ich hoffe, dass das so ein bisschen rüberkommt. Ich möchte keinen zu irgendwas überreden. Ihr müsst das und das so, sofort kaufen oder ihr müsst es besitzen. Nein. Denkt einfach weiter. Was habt ihr, was ihr quasi benutzen könnt, was vielleicht ähnlich ist? Es muss ja nicht eins zu eins sein. Und ich denke, Blätter und Blümchen hat eigentlich so jeder zu Hause. Und wenn ihr keine Stanzen habt, benutzt einfach schon vorgefertigte Blümchen. Es gibt ja Alternativen, es gibt ja welche aus Papier, aus Stoff, alles Mögliche. Ich habe die auch ein bisschen mit Vintage-Foto eingefärbt und ein bisschen geprägt, bevor ich sie zusammengesetzt habe. Das konntet ihr, glaube ich, gut erkennen. Und das, was über den Kartenaufleger übersteht, das wird halt abgeschnitten. Und wie immer bei Flüssigkleber, ich setze meine Glaselemente oben drauf, damit das Ganze einfach besser setzen kann. Der Kleber sich vernünftig verteilt und auch der Druck von oben gibt dem Ganzen halt mehr Klebekraft, würde ich sagen. Oder einfach, ja, ja, ich weiß nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ich habe ja einen Kartenaufleger aus Aquarellpapier mir zurechtgeschnitten. Ich musste halt auf Aquarellpapier von Gerstecker zurückgreifen, weil der Kartenaufleger schon so groß ist, dass mit dem Actionpapier wäre ich nicht ausgekommen. Wie immer mache ich dann halt den Kartenrolling ungefähr 4 mm größer als der Aufleger. In dem Fall habe ich auch wirklich nicht gemattet. Normalerweise stehe ich ja absolut drauf. Ich matte das Ganze, aber dadurch, dass halt der Aufleger schon, ich sag mal, eine genähte Kante hat, auch wenn die nur eingeprägt ist, fand ich das ausreichend und das Aquarellpapier selber auch sehr stabil. Das heißt, jetzt mit der Pappe hinterklebt, gibt es auch kein Problem, dass die Karte sich vielleicht wellen könnte, sich verbiegen könnte oder ähnliches. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken und auch hier wieder passend zugeschnitten, auch etwa 4 mm kleiner als jetzt der Aufleger, damit man die Pappe halt nicht sofort erkennt.
Klar, wenn man die Karte so ein bisschen sich von der Seite anschaut, könnte man das sehen, dass da mit Pappe gearbeitet ist, aber das ist genauso auch mit Schaumklebeband. Wer zu genau hinguckt, der wird das schon erkennen. Und hier einfach auf der Rückseite aufdrücken, den Kleber ein bisschen verteilen. Also, ich habe ja auf der, also ich habe vorher schon mal einige von Joycraft, das sind so Labels, gestanzt aus, ich sag mal, für mich gängigem Papier, aus Aquarellpapier, aus Vellum und viel zum Beispiel aus Kraft. Die habe ich auf Seite, die benutze ich halt wirklich sehr oft und ja, das habe ich halt in dem Fall auch gemacht. Und nachdem ich den aufgeklebt habe, kommt der Kartenaufleger auch auf die Karte drauf. Hier bin ich sehr großzügig mit dem doppelseitigen Klebeband und natürlich danach kommt eine großzügige Schicht von Tiki-Glue. Er sieht immer so fies und viel aus, aber eigentlich kommt aus dieser feinen Flasche wirklich ganz wenig Kleber. Er sieht nur so fies viel aus irgendwie im Bild. Vielleicht liegt es auch an der Farbe, am Kontrast jetzt aktuell. Aber ich versuche das halt flächig aufzutragen und ja, damit bin ich mir dann halt hinterher sicher, dass das Ganze auch nicht mehr auseinanderfällt und die Karte auch über Jahre überdauert. Man kann zum Beispiel die Karte, wenn die fertig ist, auch nochmal mit den Gewichten über Nacht einfach auf dem Schreibtisch liegen lassen. Es stört ja keinen. Damit wäre die Karte an sich schon fertig. Das Einzige, was fehlt, ist halt noch das Wort Anja. Es ist halt wieder eine personalisierte Karte. Diese habe ich aus einem, ich sag mal, Verlaufpapier ausgestanzt. Das hat eine fotopapierähnliche, glatte, glänzende Oberfläche. Und ich habe halt die Buchstaben so gesetzt, dass der Verlauf auf allen Buchstaben gleich ist. Habe jetzt halt an meiner Unterlage das Ganze ausgerichtet und auch diese sind mit drei Schichten weißem Papier hinterlegt, damit sie halt auch Stabilität haben. Ich habe den Kleber zwar jetzt überall gesetzt, aber ich klebe das halt über das Bürste drüber und wie ihr seht, das ist eigentlich nur so ein bisschen Kante auf Kante, wo es wirklich sitzt. Dadurch aber, dass der Flüssigkleber irgendwann austrocknet, ist das gar kein Problem und durch die mehreren Schichten ist das so, als ob ihr mit Chipboard oder mit Pappe arbeitet. Die Buchstaben an sich sind schon so stabil, die verbiegen sich nicht mehr. Mit dem Lila Tape kann man das Ganze natürlich auch ohne Rückstand wieder vernünftig ansetzen und wieder entfernen. Ich habe mir ein paar Schmucksteine rausgesucht, die ich gerne benutzen möchte und auch, ich sag mal Konfetti, das ist keine richtige Paillette, weil die haben keine Löcher. Das sind jetzt Glitzer Champagner, meine ich sogar, vom Farbton. Embellishment von Pink Fresh, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie gesagt, ich werde das unten alles aufschreiben. Ich verteile großzügig Tropfen vom Flüssigkleber und setze erst die großen. Dann werde ich immer kleiner mit dem Wachsstift ist das natürlich viel einfacher. Natürlich auch wieder alles andrücken, weil der Flüssigkleber muss halt sich auch besser verteilen. Ich glaube, ich habe die Pailletten oder beziehungsweise mit die Konfetti gar nicht benutzt. Ich habe die zwar vorbereitet, oder? Na doch. Die sind halt transparent und alle gleich groß. So, und dann wäre es das. Ja, das Video ist fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.